2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einen haben wir schon. Sagen wir 5. Kann man auch immer gebrauchen. Dann, ihr ladet ein. Das sollte klappen. Ihr ladet direkt aus, doch, weil die Pläne da stehen. Und dann fahren wir euch wo lang? Die Mauern sind eigentlich ein Endprodukt. Bis auf das für die Tore, aber ich führe das einfach mal jetzt hier hin. So, dann Greifarm. Strom. Ja, machen wir einfach eins tiefer. Gut ist. Kiste. Stahleisen. Da kommen wir mal gleich zwei Stahlkisten. Jetzt macht ihr erstmal da unten die Maschinchen. Danke. Ja, jetzt macht ihr das dahin. Die, das war übrig. Eine Stahlkiste nach da. Eine Stahlkiste nach da. Und du produzierst mir jetzt die Mauern. Wo sind sie denn? Mauer. Was brauchst du dafür? Ne, auch noch das. Ich glaube, Geschütztürme müssen wir auch produzieren für irgendwas. Bin mir gerade nicht sicher. Ach ja, jetzt haben wir ja das Problem, dass uns da oben die Steinzufuhr so langsam nach und nach ausgeht, was gut ist, weil dann können wir nämlich damit mehr mal anfangen. Also, ich würde sagen, wir schmeißen das Ganze einmal nach unten. Ja, und wenn das fertig ist, dann auch. Zack. Können wir noch ein paar davon bauen? Nochmal 5? Ja, machen wir alle. Kann man ja immer gebrauchen. Juhu, Nummer 1 ist weg. Zack, zack. Das braucht noch ein bisschen. Wie lange bist du hier noch beschäftigt? Weil am Ende sollte es eigentlich reichen, wenn wir hier mit Doppeltbelegung rausfahren. Wenn er dann mal fertig ist, dass wir hier so viel Stein produzieren. Hoffe ich zumindest. Zack. Damit haben wir alles belegt. Einen brauchen wir für da oben noch. Das können wir und jetzt machen. Bau das mal da weg. So, den nehmen wir erstmal weg. So. Das ist eigentlich vollkommen überflüssig. Aber scheiß drauf. Wir wollen schließlich alles abgreifen an Steinen, was geht. Also machen wir's. Ich brauche mehr Fließbänder. Wer hätte es denn geahnt? Her damit. Hätte ja keiner ahnen können, dass wir mehr Fließbänder brauchen, ne? Das sollte theoretisch klappen. Strom kommt jetzt. Zack und zack. Nee, das klappt nicht. Genau auf die andere Seite muss es nämlich rüber. Ey, nicht den Stein abbauen. Sollst den Mast da abbauen.
klappt das auch da, wenn ich den jetzt wegnehme? Ja. So, die laufen. Und das sollte eigentlich klappen. Ah, wir kommen gerade bis zum vierten. Bis zum fünften. Komm, 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 komm. Das können wir theoretisch abreißen. So eine Überproduktion haben wir nicht. Aber es läuft. Was sind denn hier? Grüne Schaltkreise. Rein zufällig sind wir an der Produktion von den grünen Schaltkreisen. Ah. Warum haben wir davon so wenig? Weil wir da oben lediglich zu langsam sind. Okay. Ich hatte schon Angst, irgendwas Wichtiges. Um das zu langsam kümmern wir uns ja jetzt durch die Öfen. Bauen wir mal 5. Dit. Oh, da kriegen wir schon mal das her. Kümmern wir uns mal darum. Denn noch dürfte uns ja nichts angreifen wollen. Eben aus dem Grund, dass wir sie eigentlich so eingestellt hatten. Dass sie uns nicht angreifen wollen. Der einmal zu weit. Der kann nach da, der kann nach da und der kann. Perfekt! Könnte man jetzt eigentlich kommen. Zack, und die zwei sind mir jetzt egal. Din. So, dalle. Das müssten 3 sein. Hier gibt ein paar Strommasten. Gib mal her. Und das sollte jetzt soweit laufen. Die letzten 2 im Blick zu tun. Also die ersten 5 kriegen wir jetzt bedient. Jetzt müssten wir eigentlich alle 7 bedient kriegen. Zur Not schmeißen wir den 7. raus und bleiben bei 6. Aber da wir jetzt beidseitig. Doch. Das. Ja, das klappt. Das kriegen wir voll. Dann Stahlträger haben wir da unten. Sollten wir auch mal langsam abkrabbeln, dass wir die Öfen oben bei der Eisenbahnproduktion ausgetauscht kriegen. Einmal das. Und einmal Steine. Ach Gott, ich habe eh genug. Brauchen wir gar nicht einsammeln. Echt, du kriegst keinen Strom. Sag mal. Dann so. Kriegen wir an sich genug Strom? Grenzwertig. Kupfer scheint kein Problem zu sein. Denn die einzigen Kupferplatten, die wir ja absaugen, sind ja da unten für die Kupferdrähte. Und das läuft. Scheint mir zumindest so. Aber Eisenplatten sind das Problem. 6, 12. Kann ich rein zufällig. Ja, 24 brauchen wir. 15, 15, 20. 24. Bau mal. Sonst geht uns hier eigentlich alles aus. Nochmal Schluck trinken. Sorry. Arber. Meine Stimme will nicht so. Wer hat das denn jetzt geöffnet? So, denn. Ne, ja, ich würde aber lieber so machen. Wenn ich ehrlich bin.
Ach, Quatsch. Dann ist es weg. Zack. Zack, wir haben noch mal 2, 1. 2, ein haben wir noch. 3 fehlen uns noch. Und die 3 kann man nicht produzieren, weil uns die Stahlträger fehlen. Und jetzt wahrscheinlich auch der Strom. Ich glaube, darum kümmern wir uns mal lieber. Eisen geht auch langsam. Wir müssen langsam hier das ganze Eisen angreifen. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Wir müssen die ganze Stromproduktion umbauen. Ich überlege gerade, wie am besten. Theoretisch müssen wir erstmal aufräumen. Dit. So, dann schauen wir uns das Ganze noch mal an. Also wir nehmen jetzt mal diese ganze Kohle für die Produktion des Stroms, was uns früher oder später ein Problem führen wird, aber ist erstmal egal. Wenn ich viermal die Kessel nehme, sollte klappen. Vier davon. Nach Sommer fünf. Bauen wir die mal. Ja, aber genug Eisenplatten auf Vorrat. Da sind sie. Genau, Dampf geht nach unten raus. Das ist so vollkommen richtig. 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir 10 davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der geht wieder weg. Das Ganze wandert nach da. Das fließt mit für die Kohlen. Und die Wasserrohre machen wir gleich. Wo sind sie denn? Da. Das ist blöd, weil ich doof bin. Warum sagt denn keiner was? Es sagt aber auch keiner was, ne? Dass ich da gerade doof baue. Das sagt aber auch keiner was. Nee, man kann leider nicht mitspielen. Das Ganze ist ein reines Singleplayer-Projekt. Nein, das ist, wo sind sie hin? Euch wollte ich haben. Zack. Und so rum. Damit wir nämlich den nötigen Abstand zueinander haben, um hier die Strömer reinzubauen. So. 1, 2, 3. Hallo? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Jetzt mach mal. Gehen wir nochmal 5 Kabel her.
Das sieht kacke aus. Das Auge ist ja bekanntlich mit. Falsch abgebogen. Danach wollte ich. Zack. Zack, das haben wir da. Jetzt brauche ich 5 davon. Ich kann keine bauen, weil mir wie immer was fehlt. Dann müssen wir gleich hier nochmal 30.000 Stück davon bauen. Aber so langsam kommen die neuen Öfen hinterher. 15. Sagen wir mal. Ja, weil wir unten auch noch welche brauchen. Denn wie wir sehen, das Eisenerz geht uns hier langsam flöten. Bip, bip, bip. Machen wir jetzt mal den ganzen Plumperquatsch da durch. Jetzt brauche ich erstmal meine. Ich muss auf die ollen Sammler warten. Das Stromproblem kriegen wir aber gelöst hier. Das erspart uns aber auch das Hin- und Hergerenne, wie hier für das, wo wir um das eine Ding rum müssen. So. Dass wir erstmal wieder stabil laufen. Haben wir denn auch erstmal erledigt. Wenn ich mich nicht irre, schafft eine Pumpe 10 von diesen Dampfkessel, Heizkesseln. Wir haben hier oben 5. 4 sind 9, also einen kriegen wir noch ran. Und dann fangen wir mal an mit den Einzäunen. So, wenn ich mich nicht irre, haben wir ja hier eh eingestellt, dass uns die nicht angreifen wollen, aber früher oder später müssen wir da lang. Wo sind eigentlich meine Ärmchen da? Jetzt mach schon. Zack. So. Oh, aber die von oben nach unten? Ja, ne? Zack. Zack. So. Packen wir hier 10 Stück rein, ja, ne? Dann haben wir mit den anderen beiden da unten 12. Und dann. Ach komm, mach mal so. Die restlichen 6 heben wir uns wieder oben auf. Für die. Na, wie heißt es schnell? Eisenerz. Für das Eisenerz, nicht für die Eisenerz. So. Damit haben wir das erledigt. Und wir brauchen. Nee, das da brauchen wir. Da waren wir. 5 Stück bitte. Nochmal. Danke. Schwupp. Ich klemme die jetzt einfach alle dazwischen. Komm. Und wir gehen einfach mal nach da unten. Wir klauen. Nix, weil wir haben keinen Nix zu klauen. Denn machen wir so. Brauchen wir uns nichts klauen. Dann haben wir's. Ja doch, warum nicht? So, klemmen wir den erstmal dazwischen. Ist ja egal. Von wo. Strom kommt.